Ja, und jetzt ernten wir erstmal hier die Pirsif-Bären. Sehr gut. In die Bärentasche. Und natürlich die zwei Sinelbären. Ne, ich will die pflücken. Pflück die zwei Sinelbären. Der Boden ist wieder weich und lehmig. Und da ist der nächste Kampf schon wieder. Wir helfen dir bei deiner Karriere. Natürlich, damit du erstmal siehst, wie verlieren geht. Göre, Karin. Ihr Zickzacks. Wir haben Bestie in den Kampf gerufen. Und gehen los mit Tackle. Ja. Wir sind mittlerweile bei Folge Nummer 4. Und ihr braucht euch nicht wundern. Ich habe noch keine Fragen des Tages ausgewertet, weil ich habe ja alles zusammen jetzt aufgenommen. Wir erreichen übrigens Level 6. Lalala. Knilz. Knilz. So. Oh. Heißes Gerät, dieses Knilz. Ja, wie gesagt, die ersten 4 Folgen. Oder die Folge jetzt mit, das sind ja dann einschließlich 4, habe ich hintereinander aufgenommen. Nun, so werde ich das ja auch immer machen. Ja, Vivian, muss man sagen, ist ein recht guter Kämpfer. Solange er sich jetzt hier nicht besiegen lässt. Aber der macht das schon gegen Knilz, jawohl. Und wieder 55 Erfahrungspunkte. Das habe ich wohl deine Karriere angekurbelt. Genau. Meine Karriere geht steil nach oben. Wir haben aber was. Und was finden wir? Einen Trank. Gut rausgerannt. Und jetzt sind wir, hey, wir sind in Blütenburg City angelangt. Und wir müssen erstmal unser Pokémon heilen. Ja. Du-du-dum. Jetzt quatsch mal die mal an. Nein, kannst mich mal. Ich habe ein wunderschönes Profil. Ja. Stark gegen Wasser und Boden, schwach gegen Feuer. Das hätte ich auch mir denken können. Was hat der hier zu sagen? Plagungsjüngling. Wer auch immer diesen Willen, muss ein wahrer Zauberer sein. Ja. Da bedanken wir uns alle mal beim Zauberer. So, und jetzt erkunden wir erstmal die Stadt. Hey, lauf nicht weg. Heiko. Ich weiß nicht, wo Heiko hin ist. Auf jeden Fall. Norman ist unser neuer Arena-Leiter. Ich glaube, er und seine Familie kommen von weit her. Ich bin erst einmal gegen Norman angetreten. Wow, war der stark. Tja, dieser Norman ist eben wirklich ein wahres Genie. Schade, hier findet man kein verstecktes Item. Hier auch nicht. Mein Gesicht spiegelt sich im Wasser. Es ist ein schimmerndes Lächeln der Hoffnung. Oder ist das der Ausdruck düsterer Stille, aus dem die Angst nagt? Wie siehst du, was siehst du in deinem Spiegelbild? Scheiße, bin ich geil. So, hier haben wir so einen alten. Reisen ist einfach wundervoll. Ja, schön. Sind doch, ja, warum gehst du denn dann weg? Reisen muss einfach toll sein. Dann geht doch einfach. Fangen wir an Pokémon. Gibt doch nur umsonst einen Markt. So, wir haben hier einen Markt. Wir quatschen erstmal den an. Ja, das weiß ich. Auch wenn ein Pokémon jetzt noch schwach ist, es wird ständig stärker. Liebe. Ich liebe euch alle. Nein, habe ich nicht. Aber wir werden uns jetzt mal wieder ein paar Pokébälle holen. Nein, ich will doch was kaufen. Nein. Wie viel Pokébälle? Nee, so viel will ich, ne? Wir reichen 5. Ja, danke schön. Nein.
denn hier los? Oh! Hey! Sie sehen sich als erstes die Arena am Ort an. Okay! Okay. Da sehen wir uns da die Arena an. Pokémon Arena von Buffel City. Ein Mann, der nach Stärke strebt. Vater! Hm? Na, wenn das nicht Ossi ist! Ja, dann habt ihr also den Umzug beendet, ja? Ich bin überrascht, dass du ganz alleine hierher gefunden hast, ja? Oh, ja, so ist das. Du bist Pokémon-Trainer? Ich glaube, du wirst einmal ja, in meine Fußstapfen als Trainer treten, ja? Verstehen Sie? Ossi, das sind großartige Aussichten, ja? Ich kann es kaum erwarten. Ja, was war da denn los? Oh! Unglaublich, oder? Ich hätte so gern ein Pokémon. Bitte. Wie? Du? Ach gut, du bist Heiko, ja, nicht wahr? Ja, ich werde meinen Verwandten im Wiesenflur besuchen. Ich glaube, ich werde mich dann noch einsam fühlen. Aber daher würde ich gerne ein Pokémon mitnehmen. Aber ich habe noch nie eins gefangen. Ich weiß nicht, wie das geht. Oh, ich verstehe. Ossi, hast du das gehört? Hilf doch bitte Heiko dabei, ein Pokémon zu fangen. Heiko, hier, ich leihe dir mein Pokémon. Heiko hat ein Tic-Tac erhalten. Oh wow, ein Pokémon. Ja, ich gebe dir auch diesen Pokéball. Ja, dann leg mal los. Dankeschön, kommst du wirklich mit mir? Ne, ich will nicht, aber ich muss. Bla 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 bla. Ja, die verstecken sich im hohen Gras. Ja, der kriegt gleich so einen Trassler oder was. Der übste Höhe, echt. Ja, du machst das super. Du bist so toll. Oh, der ist so langweilig, der Typ. Ja, dann wirf doch einfach. Geschlacht, sei ein hier. Na los, fang's. Yay! Toll, ich hätte auch gern einen Trassler, ey. Lass uns zurück zur Arena gehen. Und ja, hat es geklappt, meine Damen und Herren. Danke, ja, wunderbar. Hier haben Sie Ihr Pokémon zurück. Danke, Ossi, dass du mit mir gegangen bist. Ja, ich verspreche, ich werde mich gut darum kümmern. Ja, ciao. Werden willst, hier ist mein Rad. Gehen am Mittag aus der die gleichen Orte, die Arena in der Welt aufsuchen. Ja, ich werde dich richtig abziehen. Nee, weil dich ne. Ach man, ich wollte jetzt gegen meinen Papa kämpfen, ne? So, dann gehen wir mal weiter nach Metaross City. Oh, wer ist denn das? James Bond. Entschuldige bitte, lass mich raten. Deine Kleidung verrät mir, dass du ein Trainer bist. Habe ich recht? Ja, ich bin ein ganz talentierter Trainer. Hallo? Such mich, finde... Oh man, hast doch einen ganz talentierten Trainer gefunden. So, und jetzt gehen wir mal hier nochmal rein. Hier waren wir vor uns nicht drin. Ach, du bist bestimmt Ossi. Ah, das ist der Vater von Heiko. Und das ist die Mutter. Yeah.
Jetzt sind wir auf Route 104. Welches Pokémon dürfen wir denn auf Route 4 fangen? 104, es ist wieder ein Pfiffchen, also dürfen wir nochmal ein neues suchen, da wir das Pokémon schon gefangen haben. Aber wir trainieren natürlich unsere Bestie. Er wurde besiegt, wir erhalten 31 Erfahrungspunkte. Natürlich müssen wir erstmal gucken, was können wir denn hier so wieder ein Pfiffchen. Gibt es nichts anderes hier außer Pfiffchens, ey? Wir müssen hoffen, dass unsere Bestie jetzt eine abdeckt. Aber ich denke doch nicht. Müssen wir auf jeden Fall jetzt gleich mal wieder... Nein, das ist gelappt. Bestie wurde besiegt. Scheiße, ey. Oh, fuck. Warum geht denn die daneben? Ja, Bestie wurde besiegt. Nach Regelwerk lautet das, Bestie muss freigelassen werden. Und das müssen wir jetzt auch tun. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das geht. Nochmal. Ich glaube, das geht nur im Pokémon Center. Oh, ist das bitter. Adios, Pfiffchen. Du warst ein treuer Begleiter. Es tut mir leid. Ciao. Ja, so schnell kann es gehen. Vielleicht etwas dumm von mir. Aber wir haben vielleicht das Glück und dürfen gleich wieder ein neues fangen. Und müssen das... Schauen wir einfach mal, was jetzt auf uns zukommt, wenn jetzt ein Pfiffchen kommt. Jawohl! Level 5! Überragend! Aber da das Pokémon schon gefangen wurde, wie ihr gerade seht, heißt es, dass wir dieses Pokémon nicht mehr fangen dürfen. Und wir Pfiffchen in unserem späteren Pfad nie wieder haben werden. Leider. Aber es ist so wahr. Und krass, was ja, ich werde jetzt erstmal einen Cut machen. Genau an der schönen Aussicht hier. Denn wir sehen uns dann bestimmt gleich wieder, wenn es heißt zur nächsten Folge Pokémon Smaragd Edition. Erste Pokémon ist besiegt, Pfiffchen, unsere Bestie musste leider freigelassen werden. Wir sehen uns das nächste Mal. Ich werde ja einfach einen Cut ziehen und ja, zur nächsten Folge sind wir wieder live vor Ort. Und ich sage ciao, wir sichern das ganze Spiel. Oder auch nicht. Doch, jetzt. Bitte das Gerät nicht ausschalten, werden wir nicht machen. Alles klar, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Ultimate Aussie.